Ja, und willkommen. Mein Name ist Daniel B. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 3. Cheese. Okay. Yeah. Cheese. Wieder gerade was herausgefunden. Und ja, wir haben in der letzten Folge Theben den Olymp nochmal besucht und zum ersten Mal Fuß gesetzt in Twilight Town. Wir haben schon derbe auf die Fresse bekommen. So eine Minute nachdem wir da angekommen sind, von niemanden und einen herzlosen Schwarm, aber das können wir ruhig vergessen, ne? Wir müssen hier rein zum Herrenhaus, weil wir haben da Abwehr plus, ja, damit nur für mich neue Menü benutzt werden. Ich habe die niedrigste Abwehr von allen. Wenn ich eins gelernt habe von den Stat Boostern, dann dass nur wir davon profitieren. Am meisten jedenfalls. Ja, wir haben Hena, Pins und Roulette getroffen. Wir haben denen das Foto gezeigt, wo die und Roxas drauf waren. Und ja, das Foto war ja vom alten Herrenhaus und wir sind jetzt vom alten Herrenhaus. Vielleicht finden wir hier ein paar Informationen. Also ja, lass mal hier reingehen, ne? Weil warum nicht? Ist auch schon ein bisschen näher, ne? Obwohl, ich glaube, nur Sora denkt hat irgendwie, ne? Ist so lange her. Ja, hier hat Kingdom Hearts 2 begonnen. Erinnert ihr euch? Denkt er an Namine. Fällt auch gerade auf in den Trailern im Opening und hat nirgendwo Namine bisher gesehen. Dabei ist sie auch auf dem Cover vom Spiel. Da habe ich mich irgendwie schon gewundert. So von ihr hat man noch gar nichts gesehen. Thanks for the heart attack. Oh, what? Did I scare you? What about Chubbs? Our bad. So how did it go? Did you get any leads? Nope, afraid not. The asking around thing was a total bust. Yep. This old mansion is our last hope. Die haben auf jeden Fall andere Stimmen, ne? You guys ready? Another Twilight Town awaits. Yeah. Da war eine in die gute Stube. Guck mal, vielleicht finden wir ja Roxas. Keine Ahnung. Ich weiß auf jeden Fall, wen wir hier alles treffen werden, wegen Trailer und so. Wird die Überraschung ein bisschen ruiniert, aber was soll's. Here we go. The password was, sea salt ice cream, right? Okay, I'm in. DDT. Let's get that transporter working. Oh man, the transporter's been protected. Protected from what? I guess from us? We can't use it to get to the other Twilight Town. Why not? It worked before. We sent Sora there. Well, that was then. And this is now. And there's no other way? None that I know. Great. Huh? Hello, Sora. You wouldn't happen to be in front of a computer. Huh? Well, yeah. But how'd you know that? I was tinkering with Ansem's computer. You know, to decrypt the code that was left in it. And I noticed that someone had logged in from another terminal. I figured it might be you. Oh, yeah, the log terminal. Ja, wir sind voll gut in Computerzeugs. Oh,
And what, you do? I know. I haven't got a clue. Sehr gut, Goofy. Das ist die größte Lüge aller Zeiten. Da weißt du am meisten von uns allen. Oh, hi there. This is Pence. I'm the one who logged into the computer. Good. As long as it's a user that we know we can trust. Yup. But I'm kind of stuck here. One of the programs is protected, so I can't run it. Which program? The transporter to the other Twilight Town. It's the only way to find Roxas. You gotta help us. Another Twilight Town? And a transporter? Okay. A virtual town inside the computer made of data. A datascape? Fellas! Mm-hmm. We've seen one. That's what we used once to investigate Jiminy's journal. Maybe I can do something. Pence, let's get a network set up. My address here is... Okay. Mein Akku ist bald leer. Huh? Were you able to fix it? Now that our two computers have been successfully networked together, I can take control of the terminal there and change the privileges. And Roxas? Yes. For the virtual world to be completely realized, Ansem the Wise would have included Roxas's full data in the construction. Meaning, somewhere on your machine there's a log of that data that... basically, we can decipher Ansem's code more quickly, and we can analyze the virtual Twilight Town while we're at it. Okay, great. I can't computer, so do that. Glad you're following along. Don't worry. Mach deine Computermagie. Chip and Dale will be helping me out here on this end. I'll call you back as soon as we know anything more. Thanks. Oh, before I forget, a bit of troubling news. It's about one of the organization's former members. You knew him as Vexen. But to us, he was Ansem's apprentice, Evan. He was recompleted like the rest of us. But hadn't regained consciousness yet. Then, sometime after Lee left, Evan vanished. Alias and Dylan, the two you knew as Lexius and Zaldin, they went out looking for him, but he's just gone. And I'm starting to worry. Oh, you think he's on their side? I think it's a real possibility. He's a devious researcher. You should be careful. All right. Thanks. Oh no! We got work! I totally forgot! Really? But what about all this? Hey, both are important. We're gonna need some cash to go to the beach. Also, don't forget the pretzels. Gotta buy four now. Hmm? Oh, I get it. He's thinking ahead. Later, Sora. Yeah, see ya, Hayner. Bye, Donald. Goofy. Goodbye! Oh, and since I'm manning the computer here, you guys are in charge of earning my share. No pretzel for Pence. Riesige Anspielung, hey. Nummer 2. Gut. Dann müssen wir jetzt hier Zeit totschlagen, aber wo es ja weitergeht. Können die nicht einfach für Arbeit sagen? Ja, ich habe eine sprechende Ente und einen Hund getroffen und einen Typ mit einem riesigen Schlüssel. Das war halt wichtig. War halt wichtiger. Jetzt kommt bestimmt die Cutscene aus dem Trailer. Oder? Komm. So, you think you can bring Roxas back? Oh, ich liebe diese Stimme. Ansem! Oh. Xemnas! Roxas should never have existed in the first place. What you seek,
is impossible. Wenigstens haben die gleiche Stimmen. Roxas does exist. His heart's inside my heart. And in the unlikely event you did manage to separate the two, where is it you think you can put his heart? Well, Roxas used to live in the other Twilight Town, right? So, I'm just gonna put him back there. Do you even realize what you are saying? The other Twilight Town is just Data. A heart can live anywhere, even inside Data. There are hearts all around us. Ansem and Xemnas used to be part of the same person, right? But look, now they exist separately just fine. If they can do it, then I don't see any reason why you and Roxas can't find a way. Goofy denkt schon wieder. Yeah. Goofy zeigt schon wieder, wie intelligent er ist. In that case, by all means. Nothing would please us more than Roxas's return, of course. You wish? He'll never answer to you again. Still so blind. A nobody is what's left behind. When one gives his heart to darkness, there is only one way to bring Roxas back, which is for you to give your heart up as well. Sora, have you finally decided to call upon the darkness? What? Go on then. The shadows are never out of reach. Oh. Now, set your heart. Oh, ich liebe diese Musik. Von Kingdom Hearts 1. Die erste Kampfmusik. In Destiny Islands. Aber so viele bekannte Lieder, ich liebe es. Das Spiel ist unglaublich. Die beiden hätten uns eigentlich locker fertig machen können, ne? Also. Oh nein, die können schon wieder diese Angriffe. Was ist mit denen sein Kopf passiert? Da könnte mir nichts, ich hab Vita. Was ich vielleicht mal einsetzen sollte. Geil. Mal sehen, was der zweite davon ist. Oh. Ich habe es nicht rechtzeitig geschafft, Mann. Das wollte ich eigentlich nicht machen. Drück aber X, wie blöd. Ich glaube, ich kann das Ding sowieso nicht steuern. Das macht ihr einfach fertig. Sie wird kurz davor wieder zu frecken, also. Boom. Maximum LP und Eis haben wir gelernt. Cool. Herc said, he said, with all my heart. Okay, then all my heart it is. I'm getting Roxas out. Are you with me, Donald? Goofy? You betcha! I don't know what Ansem and Xemnas want, but I think we better tell the others to watch out. Okay then, let's head back to town. Gut. Die beiden hätten uns locker fertig machen können. Ich meine, wir sind mehr oder weniger
Ein Eisklumpen. Ja, machen wir das. Ich meine, wir sind mehr oder weniger. Ich glaube, hier kann man das auch irgendwie ändern, ne? Warte mal. Boom. So. Ah, guck ich das mal an. Richtig geil. Da habe ich auch irgendwie offscreen entdeckt. Irgendwie noch nicht nachgeguckt. Ich will es nur mal sagen, die beiden uns jetzt locker fertig machen können. Ich meine, wir sind. Ups. Ach ja, wir können dann jetzt so Schienen machen, genau. Ich meine, wir sind geschwächt und ich nehme an, die wissen halt auch, ne? Und die beiden sind immer, nehme ich mal, irre stark immer noch. Also, ja, die hätten jetzt einfach hier hinkommen können und ja. Anselm hätte seinen Bodyguard rausholen können, Semnas hätte seine Lichtschwerter und seine Zip-Fähigkeiten einsetzen können und dann wären wir weg vom Fenster. Also haben die halt nicht gemacht. Jetzt euch da rein, ey, passt auf. So, wieder zurück. Das ist echt chaotisch hier, die Kämpfe in diesem Spiel. Aber sie machen Bock und sind schön anzusehen. Immer noch mehr irgendwie Übersicht als in Final Fantasy 15, wenn ich ehrlich bin. Ja, sieht auch richtig aus. Nein. So, mal sehen, was hier von die zweite Dingens ist. Fusionswirbel. Was? Trio Wächter. So, da ist der Angriff. Ich habe irgendwie noch nie darauf geachtet, wie das Ding hieß. Hey. Und so hat etwa auf mich werfen. Kannst du es eigentlich wagen? Ich will halt da oben einsammeln, wo ich fliege da einmal runter. Ich habe gerade geschafft, hier hochzulaufen. Ja, heißt dann. Und wir gehen einfach. Tschüss. Haben wir doch. Ich meine, du meinst jetzt das, was wir gerade gefunden haben, schon? Auch noch ein Weg. Ja, ich meine, oben oder unter mir. Hi. Gut gemacht, Donald. Stimmt, Fusionswirbel. Was ist das? Ich sitze mit gut verheerenden Schaden bei Gegnern in deiner Nähe an. Gut, also auch so ein Angriff. Ah, okay. So, mir fehlen ja noch ein paar Truhen, also können wir die bitte auch noch finden? Wäre voll Knorke. Dieses Band aufmacht so Bock. Ja, da haben wir eine Truhe. Wir haben liebsten mal alle Truhen ja finden, so wie in den anderen Kingdom Hearts spielen. Oh, habe ich sogar schon. Geil. So muss das.
bless my bagpipes! It was you laddies who rescued my chef! It's like the Strange! Huh? Wait, didn't he sell ice cream in Hollow Bastion? That's right. But Uncle Scrooge here is what you might call a world traveler. Cool. How are you, Uncle Scrooge? Oh, hello, Sora. You're looking hale and hearty. I heard you were on another grand adventure with these two. I hope Donald isn't making a menace of himself. Why did you have to say that? So, Uncle Scrooge, what's that you were saying about a chef? Oh, right. The chef of my bistro here wanted to show you his appreciation. So, he baked this for you. What is it? Wow! Cake! The whole cake? It's for us? Settle down. The chef wants you to know it's not a cake, but a tart of fruit. He does? Why keep it under my hat? May I introduce Little Chef? Oh, it's you! Uncle Scrooge, you opened the bistro in Twilight Town. Aye. It all started a little while ago, when I was enjoying one of the best meals of my life. And when I asked to speak to the chef, I met this wee genius. As it turns out, he wanted to expand his culinary horizons. So, I thought, that's an opportunity. Den Film, glaube ich, nie zu Ende geguckt, Ratatouille. Wenn ich mich nicht irre. I think he wants to cook some more for you. Fetch some ingredients. Especially anything unusual. That'll be fun. Kinda like a scavenger hunt. And the more the better. The mark of a truly great chef is creating masterpieces out of anything. You can start right here in town. We'll do anything to try more of Little Chef's food. That tart sure did look scrumptiously delicious. Okay, the ingredient hunt is on. Oh, was bringt uns das Kochen? Das ist die Frage. Im Bistro des kleinen Kochs zauberst du aus den Zutaten, die du gesammelt hast, köstliche Gerichte. Bisher das selbst zubereiten Gerichte vielleicht der vorübergehenden Staatsveräußerung. Also genauso wie in Tales of halt, ne? In den Tales of Spielen. Kochst weit und dann im nächsten Kampf hast du das. So, dann haben wir mal. Haben wir halt eben hier alles kaputt. Morgen mehr weg mit den Dingern. 7 Wunder von Twilight Town, das alles. So soll es Humbug. So. Ja, ist essbares, also. Nein, wünschst du nicht. Glaub mir. Verpasst dir nichts Großartiges. Ist irgendwo eine Schmiede. Ich kann meinen Schlüsselschwerter wieder hochballern. Ja, das habe ich schon. So klein als verarbeitet. Ja. Dann weiß ich nicht auch. Nö. Ich hab's dann gar nicht mehr. Was zum. Finde ich so geil, dass man seine Schlüsselschwerter wechseln kann. Um noch ein. Da. Nein, bin ich da hochlaufen. Schokolade. Dann zeig mal, was du da auszaubern kannst. Hey, guys! Oh. Hainer, Olette.
Hey, boss. Done with the posters. Uh-huh. Hey! Good work, kids. You guys work for Uncle Scrooge here at the bistro? Do we? He gave us a short job putting up these special posters. Mr. McDuck's hosting an open-air film festival in the courtyard. Cool, huh? Oh, Sora. Hold your phone up to the poster. What? There, you've just downloaded a promo game for the film. You can try it later. You did all this, Uncle Scrooge? Of course, laddie. Provide a bit of entertainment, and then give folks a nice, cozy place to relax. Like my bistro here. They'll all be happy and hungry, and eager to spend their money. Uncle Scrooge. That's a lot. Gore, she sure is canny. I always wondered how he keeps customers coming into his businesses over and over. I'm no business guy, but I sure wouldn't want to be one of Uncle Scrooge's competitors. Seriously. Oh, right. I need to warn you guys. Why? Well, those creepy crawly things might come back for more. So stay on your toes. Sure. But don't we have you guys to take care of them for us? You have to leave again? Mm-hmm. But we'll definitely be back. When you gonna slow down? Sorry. Just do me a favor. Well, what is it? Don't make it too tough. I know how Roxas feels to be lost, but Donald and Goofy, Kyrie, brought me back by wishing with all their hearts. Mm-hmm. So, I was hoping the three of you would do the same and wish for Roxas. What? That's it? That's no favor. We'll all wish. I'm wishing. Yeah. Me and Pence, too. Thanks. Oh. Und da ist best Charakter. Aren't you making it a little too obvious? We were instructed to guide him. Yes. Just look at them. They wouldn't get far if we did not spell it out. Ja, das stimmt auch. Fair enough. But let's not forget how many times Sora still managed to rain on our parade. If he wavers from the path we lay, we destroy him. But in that case, we'll have to find ourselves another vessel. That is why we never have just one iron in the fire. Oh Gott, das gefällt mir nicht. Land der Riesen. Klassisches Königreich. Wähle bei Gummifon das klassische Königreich aus, um den ausgewählten Spiel anzuzeigen. Hier werde ich schon sehen. Sternschnuppe. Guck mal, wie Formänderung, Doppelarmbrust, Magiewerfer. Oh. Kann sich bei halt ja so um das Schlüsselschwert verwaltet sich damit. Aber ich glaube, da hat man im Trailer gesehen, ne? Damals. Direkt mal ausrüsten. Wähle Küche im Hauptmenü aus, Menüs zu Verspeisen und Staatsverbesserung zu halten, um deine gegenwärtige Boni anzusehen. Gedreieck, wenn das Menü geöffnet ist. Ich will erstmal mein Dings hier ausrüsten, wenn ihr nichts dagegen habt. Die Gerichte, die zusammen mit den kleinen Kochzubereits verleihen dir vorübergehend Staatsverbesserungen. Wenn du dich für die Tagesempfehlung und den kleinen Koch für Gerichte dich auswählen lässt, ist er vorhin, was das Menü. Okay. Ich kann an. Ja, man, das ist sehr wichtig. We brought some ingredients. Oh, machen wir mal. Jeder könnte so eine Tat oder wie das heißt vom kleinen Koch probieren. Is the food ready yet? Huh?
He hasn't started? Huh? Whoa, whoa, hold on. Hey, hey. Oh, no. Oh, whoa. You're gonna make me cook? Die Extrakarte wurde freigeschaltet. Keine Ahnung. Ich mache einfach irgendwas. Ja, wer kann ich noch machen? Schneidezutaten, Schneidezutaten in Scheiben, schnell und sicher. Schnell nach oben. Okay. Oh Gott. We did it. Wir haben alles am Controller, ist irgendwie komisch. Hätte vielleicht ein paar mehr machen sollen. Noch mal ein paar Dinger hiervon. Mal den Pfeffer. Ich werde das schon irgendwie lernen. Mal Zeitspiel. Hört ihr das? All right. We did it. So, machen wir einfach mal alles hier einmal. All right. We did it. Kinderleicht. Und das hier noch. Hier das perfekte Flambé. Ich nehme aus der Flasche zu gießen. Na, ich werde das schon irgendwie. Keine Ahnung. Aber im Kreis drehen und hat geklappt. Das Bistro hat einen zusätzlichen Stern erhalten. My bistro's future is looking bright. The new recipes are a smash. Those ingredients of yours must really have got little chef's gears a-turning. Soon we'll be chasing customers away. Keep up the good work. We try. Right, little chef? Gourmet-Ring erhalten. Extra Karte. Kann ich aber nichts machen, ne? Okay. Ah, ich hätte nie gedacht, die Strecke jemals wiederzusehen. Fühlt sich beinahe so, als wollte mich jemand hier haben. Gut. Ich nehme an, dieser Part wird ein bisschen mehr so von allen ein bisschen sein, weil keine Ahnung. Ich will jetzt gleich noch mal dieses Retro-Ding da spielen. Also gut. Ein Gourmet-Ring. Was ist denn das? Wird das Angriff, die Magie und das FP-Maximum geringfügig. Hm. What? Goofy? Goofy? So, er hat irgendwie links hier. Wie sieht man das denn hier? Reicht man Koch mit kleinen Koch leichter die Bewerkung? Exzellent. Auch wenn Goofy halt ausgerüstet hat. Okay, okay. Gummifon, ne? Also sowas von Anspielung Game & Watch. Lange zu Mickey und komm her, Cover des Riesen. Mach ich den Angriff des Riesen aus und fliehe. Nutze den Löffel, um auf den Tisch zu springen. Lauf rüber zum Vorhang, öffne ihn mit X. Okay. Guck mal. War schon so lange, als ich mal so weit gespielt habe.
Aber ich kann damit ein Steuerkreuz. Ah! Okay, jetzt muss ich da hoch. Ah. Oh, ich bin runtergefallen. Ah, geschafft. Stage 2. Irgendwie komisch, so irgendwie was dazu zu sagen, aber was soll man dazu schon sagen, ne? Wenn ich dann dieses Spiel so ausgelegt sind, dass man darüber kommentiert. Ah! So war relativ simpel das Spiel, ne? Ich jetzt mal an das wieder hoch. Ah. Mal jetzt noch einmal ganz schnell. Egal, ob ich weit kommen oder nicht. Oh, der wird jetzt an verschiedenen Stellen schlagen. Sehr gut. Na komm. Da, ah, du. Ja, wie ausgetrickst. Okay. Also beenden. Ja, dann habe ich sogar ein Dingen. Und eine 1, 4. Alter, wie viel von denen gibt es denn? So, was machen wir denn jetzt mit dem Rest des Pfahls? Ich würde mal sagen, wir gehen zur Weltkarte. Noch ein bisschen mit dem Gummischiff fliegen, vielleicht noch mal zum Olymp gehen. Hier so Fotos suchen. Ja, wir gucken, was jetzt passiert. Did Master Yensid tell you? I'm training to become a Keyblade wielder like you. That's right. No more waiting for you to come back from your adventures. I want to get out there and do my part to help. Merlin has used his magic to bring us to a place where time doesn't matter. We can take as long as we need to complete our training. He's an amazing wizard. Oh, and by us, I mean me and Lee. He's really sorry for all the trouble he caused. I told him it's fine, but he won't stop apologizing. I'll admit I was a little scared of him at first, but I've gotten to know him better. All he ever wanted was to help his friend. Honestly, it's hard not to like him. Every now and then, I catch him staring at me. When I ask what's wrong, he says, I'm not sure. I think I'm forgetting something. Don't know what. Sora, I think it may have something to do with you. Your journey is all about helping people. Some that you've never met before. And some like Lee that you have. They're all counting on you. It won't be easy. But I hope you'll remain the happy and cheerful Sora I know. There's no heart your smile can't reach. I see. Genau, eine andere Stimme, ne? What's wrong? Huh?
Nothing. Sorry. Lee. What? I am. A letter? Yep. To Sora? Technically, yes. But I won't send it. It's more for me. Ask Merlin. He'll deliver it for you. Yeah. But it's okay. I just like talking to Sora. Even if it's on paper. Oh. Okay. Oh. Hmm? Here. Ice cream? Really? Yeah. Hol dir immer dieses Eis her. You know, we did both summon Keyblades. Gotta celebrate. You're sweet, Lee. Nah. What? Nothing. I just... You're trying to remember what you forgot? Well, I, yeah. Yeah. So tomorrow, you and me in the ring. You ready? Of course. Don't hold back, Lee. Promise? Are you okay? Lee! Yeah. Sorry. Waren, glaube ich, die gleichen Worte, die sie damals gesagt hat, oder? Something in my eyes. Lee. I'm gonna go. Sorry. Okay, but stop apologizing. Fine. On one condition. What? Call me Axel from now on. Got it? Memorized? Yeah. Okay, Axel. Mein Gott, diese Reaktion von Axel war richtig schockierend. Warum ist Kingdom Hearts so traurig? Und währenddessen, wir sehen wieder einen Haufen Cutscenes nach einer Welt, was ich nicht schlecht finde. Und was ist hier los? So, this is the place where Aqua fell into the realm of darkness. Ah, ja, stimmt. After she dove in to save Terra. Kampf gegen Terra Nord. She said he was acting strange. Strange how exactly? She sensed darkness in him. And they ended up getting into a big fight. Right. And in the aftermath, the two of them disappeared. Around the same time, the guards found a stranger with white hair lying unconscious here in the square. A man calling himself Xehanort. Ansem the Wise took the stranger in, but that was a mistake. Xehanort betrayed his master, stole his research, and along with his fellow apprentices, separated his heart from his body. Wir wissen ja, was da passiert ist. Handsome and traveled to the past to give his younger self instructions. He even briefly had control of you. His empty body stayed in the present, took the name Xemnas, and founded Organization 13. Their goal was to prepare 13 vessels for Xehanort's heart. Until we put an end to the organization. But all the while, young Xehanort had been visiting the future to choose 13 vessels of his own.
hearts with strong enough ties to him to begin a new organization. The real Organization 13. And now they're looking for a fight with us. But what happened to Terra? I thought you said that Aqua saved him. Er muss ja eigentlich auch noch irgendwo sein, ne? Yep, she did. The problem is we didn't notice. You remember the end of the Mark of Mastery exam? When Master Xehanort made his grand return? That's the Xehanort I remember. He was already a pretty old man then. No. But how do you explain Ansem and Xemnas, his Heartless, and his Nobody? Isn't it strange how young they look? Why aren't they old men? It's because Xehanort was using a different body when the split happened. That face from Terra Xehanort. It wasn't just some stranger that Ansem the Wise took under his wing. It was the young man who was Hauptbösewicht. Xehanort possessed. Yeah. No way. That was Terra? Master Xehanort was using Terra? Yep. Master Xehanort told us another on our list belonged to him. He was talking about Terra. Turns out, Aqua saved more than just her friend that day. Okay. But Master Xehanort is an old man again now. Where did Terra's body go? It's because Master Xehanort's collecting vessels. He claimed to have two of our seven lights. We got Sora back, but Terra must still be on Xehanort's side. He's with Organization 13. Das ist mir alles 13? Überhaupt nicht neu, also. We should warn Sora. Yep. Na gut, dass das Spiel alles nochmal so zusammenfasst. Yeah. Bin ich gut, dass das Spiel so ein bisschen zusammenfasst, obwohl ich das alles schon weiß. Also. In der neuen Weltreise sogar musst du sie erstmal mit einem Gummijet erreichen. Sobald du einmal dort gewesen bist, kannst du dich jederzeit in diese Welt teleportieren. Du kannst jetzt direkt von dieser Weltkarte aus. Ah, cool. Kannst du Teile kaufen? Was haben wir denn hier alles? Spielzeugkiste. So, Stufe 4, Schätze. Boah, wie stört das, war immer noch nicht alle Schätze haben. Königreich von Corona. Ja, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge gehen wir mal hier zur Spielzeugkiste. Alles klar, gut. Dann war's das für diese Folge. In der nächsten Folge sehen wir uns wieder. Und ja, da soll ich vielleicht noch ein bisschen herumfliegen. Wir fliegen noch ein bisschen herum, ne? Komm. Was sind denn die Dinger hier? Man kann ja schon mal dahin fliegen. Ohne weg da zu landen, ne? Oder? Machen wir das, ne? Die Parts ein bisschen hier länger machen. Man weiß ja nie. Weiß nicht, welches Level sind wir überhaupt? Level 12 oder Level 14 war irgendwie angegeben, ne? Was weiß ich jetzt, wie man hier steuert? Wir müssen ja hoffentlich im richtigen Level hier sein, so ungefähr. So, warte mal, da ist meine Markierung. Ja, wir fahren natürlich schon direkt die falsche Richtung. Ja. Ja. Gott, oh Gott. Was ist das? Konstellation. Du wirst auf deinen Reisen immer wieder mal auf Konstellation stoßen. Gummiform hervorzuholen und Fotos von den Konstellationen zu machen. Okay. So wenig gemacht.
see. Irgendwie da reinfliegen oder keine Ahnung. Kann ich mir gleich noch mal angucken. Eine Aufnahme. Okay, Laser scheint irgendwie anders zu funktionieren. Ja, ich muss gedrückt halten, glaube ich. Ja, komm, wo seid ihr? Also Gummi, bin da richtig gut, wie er gemacht ist. So Free Roaming, Open World, sag ich mal. Gummischiff, Fliegerei. War auf jeden Fall Bock. Ja, wie der Rest des Spiels, ne? Also. Gott. Hat Schaden mal gesagt gesehen, ey. Ah. So, kein S. Ja, man, es gibt's auch, ne? So, Level 7, was auch immer das bedeutet. Wir haben schon irgendwann mal ein Gummischiff hier bauen, aber das war. Erstmal machen wir halt hier mit einem Standard das Geld, was ich hier einsammle. Übrigens wäre nämlich sehr gut. Damit. Wo ist denn jetzt noch mal meine Zielmarkierung? Ich würde auch gerne mal diese Schatzruhen-Dinger hier finden. Oh, das ist halt. Na komm. Ich muss beschleunigen. Gut. Au. Der geht irgendwie nicht kaputt. Nö. Okay, dann weiter. Und das ist meine Markierung. Was ist das? Okay, zum Einsammeln. Hier. Erwarten hat sich auf jeden Fall gelohnt für dieses Spiel. Also der absolute Hammer. Sehr. Das wird wahrscheinlich nur noch besser. Ja, wir sind angekommen, gut. Okay, Boss. Leg's hier mit dem Falschen an, Kollege. Au. Aua. Na komm. So ungewohnt, dass ich hier gedrückt halten muss. Oh, der hat da oben rechts eine EP-Leiste, merke ich gerade. Das wäre aber irgendwie gar kein Schaden, Kollege. Na. Okay, wir machen den aber auch so gut wie gar keinen Schaden. Ah! Und wir haben schon die Hälfte abgezogen, also. Ich einen einzelnen Teil nicht kaputt machen. Na komm. Wir werden, aber wir werden einfach nur so umkreisen. Bringt
mir das, den Schub einzusetzen bei so einem Kampf. Ah. Oh Gott. Ah. Das war das Gefühl, die Dinger gehen nicht kaputt. Ich sehe hier die ganze Zeit die ganzen Einzelteile an. Na, okay. Natürlich, nachdem ich das sofort sage, gehen sie kaputt. Na komm, kaputt. Komm schon, ich tank das weg. Dein zweites Ding geht nicht kaputt. Okay. Ergebnis B. Mission abgeschlossen. Du hast neue Auszeichnung erhalten. Okay. Gehen wir mal ein. Ich nehme an, wenn ich das einmal so angesteuert habt, dann können wir einmal hin. Nehme ich an. Ja, und ich gehe mal jetzt auf Weltkarte. Wenn ich dann müssen wir halt noch mal einfliegen. Wie sieht's denn hier aus? Zeig mal. Ach ja, okay. Ich meine wertvollen Taler aber nicht dafür ausgeben, wenn es nicht zu viel ist. So, mal kann ich die Dinger einsetzen. Watt, LP und MP? Cool. Ist da irgendwas für Erfahrung oder so? Da wird bestimmt irgendwann wichtig werden. Gut, dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge gehen wir dann auf zur nächsten Welt, die Spielzeugbox. Und ja, ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.